Anna kriegt ja noch ein Bücherregal hier rein. So, zack. Da ist es. Das hier ist eine Stufe. Dann mache ich da auch mal eine Stufe rein. Ich überlege gerade, ob ich das Bücherregal nicht ein bisschen erweitern kann zumindest. So, aber dann sieht man ja am Eingang schon, dass da... Nee, das lasse ich mal lieber. Hat die anderen Bücherregal. Ich bin sicher, hier kriegen wir irgendwo noch andere Bücherregale unter. Wie zum Beispiel... Ach nee, da haben wir jetzt ja eine Truhe. Und in die Truhe wollte ich ja... Nee, die Krieger haben genug. Die kriegen nicht mehr. Die Trinnen, die kriegt ein Buch. So, hat da ein Kissen und dann hat sie da auch zwei Bücher liegen. Am Nachttisch ist doch klar. So, und jetzt muss ich gucken. Ich habe so viel Gekrempel mit. Ein Bett, kann ich noch ein Bett aufstellen gerade eben irgendwo? Hallo Trinnen. Hier ist schon ein Bett, da sind schon zwei Betten. Da ist ja noch nix. Ich glaube, ich brauche noch eine weitere Bude. Da kann ich noch später anbauen. Gut, dann mache ich mal ganz kurz. Hier haben wir... Raum, Wand, Raum, Tür. So. Juckt die Nase schon wieder. So, da. Dann mache ich mal ganz schnell so ein neues Räumchen. Das geht ja ratzefatze. 1, 2, 3 in der Tiefe. Hier mache ich mal zack. Da muss natürlich ein Kobbelding hin. Ja, verschwinde Erde. Und dann müssen da unten Slabs hin. Müssen da eigentlich Slabs hin? Eigentlich ja nicht. Verschwinde Erde. So, und das Bett mache ich dann einfach mal. Verschwinde Erde. So, mache ich mal da drauf. Vielleicht mache ich dann hier auch nochmal einen Kobbel. So, dann hat man hier... Ist einfach mal was anderes. Es muss ja nicht immer das gleiche sein. So, es wird ein sehr kobbeliger Raum. Schließlich soll man sich ja auch wohlfühlen. So. Und dann kann man hier, theoretisch, kann man hier auch ein Bücherregal draufstellen. Und hier weiß ich gar nicht, was hat man denn da so? Was kann man denn da nochmal? Weiß ich nicht. Ein Plattenspieler wäre too much. Das mache ich lieber im Gemeinschaftsraum. Aber was natürlich immer geht, ist ein leerer Blumentopf auf dem Nachttisch. Und dann mache ich da vielleicht mal so eine Nische, wo man reinkriechen kann. So, ne? Das ist jetzt irgendwie sinnlos. Vielleicht mache ich da ja... Moment... Moment, Moment, ihr wisst es natürlich schon. So, da mache ich mal etwas erhöhtes Klo rein dann. Ja, das war ja schlau. Gut, aber dann kann ich hier wenigstens nochmal schnell auskoppeln. Koppel, 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 koppel. So, und hier mache ich dann natürlich... Zack. Das war ja sehr schlau. Ein erhöhtes Klo. Wobei es so ja auch nicht schlecht eigentlich. Ich glaube, das lasse ich dann mal so. Dann haben wir hier tatsächlich einfach so, so eine Bettnische. Da keine Blume. Und hier oben natürlich die Decke muss natürlich auch aus Kobbel sein. Und da habe ich gerade den nächsten Weg zerstört. Das ist ja auch schön.
So, Erde, Erde, Erde. Ach, Flint, Alter. Was soll ich denn mit diesem scheiß Flint ewig? So. Kobbel, 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 Kobbel. Und hier natürlich eine Treppe. Huch. So. Und da natürlich auch noch Kobbel rein. So, ach, da habe ich jetzt einfach die normalen Kobbels draufgesetzt natürlich, ne? Eigentlich hätte ich da ja Slabs... Alter, diese Flints! Weißt du was, dann mache ich hier mal einfach nur so hin. Dann hat er hier einfach so eine Nische, weißt du? Einfach so eine... Ist ein bisschen wohnlicher, ein bisschen gemütlicher quasi, ein bisschen hutzeliger. Das geht ja auch mal. So, und von den Dingern habe ich noch Exacto Mundo 4. Und da sind wir das Bett losgeworden, wir sind die Dinger losgeworden, haben endlich einen Flint gefunden. Verpiss dich. Und, hier gegenüber, der hat da keine Nachbarn. Ich frage mich, nee, da kann man ja keine Holztür hinmachen. Ja, aber hier kann man eine hinmachen. Und dann mal gucken wir mal, wer hier wohnt. In diesem hutzligen Apartment, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als hier diese leeren Dinger. Der hier hat ja so ein paar Regale hier irgendwie. Müsste man da oben eigentlich fortführen, die Regale. Nur so aus Prinzip, ich glaube, das mache ich mal. Stufen. So, dann hat er hier quasi eine Regalwand beleuchtet, natürlich von unten mit diesen LED-Strahlern da, so. Und ich glaube, bei der Trin selber, darf ich mal kurz vorbei, junge Dame? Hier sieht man nichts davon, sehr gut. So, der, ach ja, der hat ja auch keine Lampe hier drin, ne? Der wohnt ja jetzt im Dunkeln. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Ich glaube, der mag das so und irgendwie, aus irgendeinem Grund ist es hier trotzdem beleuchtet. So, damit sind wir ein bisschen was losgeworden, was ich jetzt aber nochmal schnell machen möchte. Sekunde. Ich sage ja, die Details, die Feinheiten, das kostet echt immer die meiste Zeit. Dobby, 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 dobby. Ich freue mich, dass du da bist. So. Nee, vorher brauche ich auf jeden Fall so. Zack. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das wird nicht für viele reichen, fürchte ich. So. Ach, ein Blumentopf, genau. Das wollte ich ja. Für 4, das reicht aber. Okay, dann mache ich 4 davon und eigentlich passt es ja perfekt. Warte, 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 warte. Hallo, Trin. Ich weiß nicht genau. So, warte. Denn natürlich muss man ja auch abwischen. Wenn man... Ihr wisst es doch. Und bei Saraza ist leider keins. Da ist leider die Rolle alle. Ja, tut mir leid. Verstopft keine Rolle. Der kommt ja nie wieder weg. Der kann machen, was er will. Der kommt da nicht mehr runter. Das wird nicht mehr funktionieren. Ach, schön. So, aber ist nett, ne? Muss man sagen. Also für Toiletten und so. Mit Blümchen sogar. So. Kann man, wenn man möchte, auch mal... gerne urinieren gehen. Ist ja auch schön. Ach, für die Dinge habe ich jetzt keine Klapptüren mehr, natürlich. Egal. So, jetzt haben wir hier. Da ist Raum, da ist dann Wand. Da ist Raum, da ist Tür. Da ist Raum, da ist Wand, da ist Raum, da ist Tür. Und dann bauen wir hier noch ein paar Räumlichkeiten. Dann können wir nämlich noch ein paar Leute einziehen lassen. Und dann kriegen wir da hoffentlich das Konstrukt hier nach und nach mal ein bisschen fertig. Zumindest, es wird wahrscheinlich nie fertig sein. Also, jetzt nicht wie sonst immer, sondern es wird wahrscheinlich nie fertig sein, weil wir ja immer noch anbauen können. Wir sollten uns aber nicht jetzt irgendwie die nächsten 50.000, 30.000 Folgen dran aufhalten. So, hinfort. Und da machen wir jetzt natürlich Slabbity Slap Slaps hin. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier genau machen mit der Wand und so. Auch mit dem Bett und sowas.
So, da unten und da unten und dann... Ja, ja, verschwinde. So, zack, 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 zack. Und da unten natürlich auch noch einen rein. Und hier hinten die Wand sollte auch noch nach Möglichkeit. So, ich überlege gerade, ob ich das schon hier machen soll. Ich habe daher noch eine Idee, was ich gerne noch machen würde hier mit den Räumlichkeiten. Vielleicht auch bei der letzten. Ich weiß es noch nicht genau. Und das wäre eigentlich eine schöne Sache für Offscreen. Huh, was mache ich denn da? Das war ja falsch. Das sind doch hier 1, 2, 3 sind das ja schon. Dann kann ich... Ich bin so schlau einfach. Pass mal auf, hier mache ich mal vielleicht Folgendes. So. Ich probiere einfach mal so ein bisschen rum und probiere dann mal irgendwie was anderes zu machen, als das, was wir sowieso sonst schon immer machen. Okay, da haben wir hier sowas. Und dann da hinten die Wand, da muss ich jetzt aber noch Kobbel reinmachen. Ist das Zimmer mal wieder ein bisschen größer als die anderen, aber das ist ja Wurst. So, wenn man hier steht, ist es auch gar nicht mehr so groß. Und wenn ich jetzt quasi... So, ich dachte so als Liegepritsche, weißt du? Irgendwie sowas in der Richtung. Weiß aber nicht, ob es jetzt so geil ist. Und ein Bett können wir auch nicht drauf bauen, weil das würde ja schweben. Drauf kommt man zumindest. Es sei denn natürlich... Ja, es sei denn natürlich, ich mache jetzt da oben jetzt Slabs rein, obwohl den da muss ich ja sowieso erstmal... So, das kommt weg, das kommt alles weg, das kommt auch weg. So. Und da kommt natürlich noch eine falsch rumme Treppe hin. Wie immer. Und dann haben wir da quasi, ich mache oben halt Slabs hin. Ja, verschwinde. So, 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 so. Dann, der kriegt natürlich wieder eine Lampe. Und die ist dann hier. So, Moment. Die Lampen mache ich hier immer einheitlich, ne? Irgendwie, das zieht sich ja dann quasi wie so ein roter Faden hier durch die Stadt. Und die Steinstadt drüben auf der anderen Seite des Ozeans sollte das dann ähnlich handeln. Hier unten haben wir ein schönes Geheimversteck. Da unten könnte man theoretisch eine Truhe hinmachen oder irgendwas. Keine schlechte Idee. Eine Truhe habe ich nicht dabei, ne? Machen wir der Ordnung halber. Ein Fluchttunnel wäre auch mal interessant. So, ich guck mal ganz kurz. Eine Truhe habe ich nicht dabei. Nein, dann gehe ich mal ganz kurz zu unserem Serpico, Santikos. Wie komme ich jetzt auf Serpico? Der hat doch sicherlich... Alter, was soll ich denn mit dem Scheiß hier? So. Tschüss. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz... Hier war das, hier ist das. Und dann haue ich da mal unten so eine Geheimtruhe rein, sozusagen. So, die sieht man jetzt auch nicht. Und dann mache ich jetzt nochmal oben natürlich das Ding wieder rüber. So, und dann haben wir da unten eine versteckte Geheimtruhe. Die sieht man nicht sofort auf den ersten Blick. Aber die ist da unten quasi eingelassen. Und da könnte man natürlich irgendwas Verbotenes reinmachen. Eine Waffe zum Beispiel oder sowas. Eine Schallplatte, vielleicht eine geklaute. Irgendwie sowas, da fällt einem sicherlich was ein und hier oben drauf pennt er dann sozusagen. Das heißt, wir können dem kein Bett kredenzen. Der schläft einfach auf so einer harten Pritsche. Das tut mir natürlich auch sehr leid. Aber dafür kriegt er noch irgendwie so ein Bildchen ran oder sowas.